Guten Tag, meine positiven Freunde. Mein Name lautet Danny Burnage und willkommen zu einem neuen Video von mir, einem Road to Commander. Und was mir aufgefallen ist, wir sind im letzten Part gar nicht aufgestiegen, also vom Level her gar nicht aufgestiegen. Und in diesem Part werden wir uns eine neue Tarnung holen, wie eigentlich in jeder Folge irgendwie. Und dieses Mal wird es, die Tarnung sieht auch geil aus, oder Cyborg. Krasse Scheiße, Alter, nehmen wir die mal. Die sieht geil aus. Kann ich irgendwie auch irgendwie gleichzeitig auch irgendwelche irgendwie kaufen oder sowas? Egal, ich kaufe die jetzt aber einzeln, egal. Und während den Posen können wir die ja immer kaufen, wenn wir mal Lust haben. So, inaktive Downloads hinzugefügt, nice, Alter. Gut, jetzt warten wir noch ein paar Sekunden. Cyborg Pack, klingt das geil, Alter, nice. Cyborg Pack. Picco Bella Pistazia. Okay, fertig. Gut, nehmen wir das. So, mal sehen. Oh, Aufsätze nicht vergessen. Schalldämpfer und nehmen wir vor, da ein bisschen präziser zu sein. Mal sehen, ob das. Oder wisst ihr was? Wir brauchen gar keinen Schalldämpfer. Doch, doch, wir brauchen einen Schalldämpfer, alles klar. Gut, alles klar. Wir spielen dieses Mal eine Runde Abschuss bestätigt. Ziemlich geil finde ich das. Weil die Spiele auch immer ziemlich lange dauern dann. Und nicht nur deswegen, sondern weil man sich auch bewegen muss, um die Dogtags aufzuheben. Und nicht mehr bei Team Deathmatch, wo alle rumcampen und Snipers spielen. Oh Mann. Ich mag Sniper echt gar nicht, das sind die schlimmsten im ganzen Spiel. Und bitte auf Raid, wenn jemand mal nachjoinen würde. Ich habe immer das Gefühl, keiner spielt mehr Black Ops 2, was ist denn da los? Obwohl so viele Leute Black Ops 2 spielen. Ich glaube wegen der neuen Konsolengeneration. Hier, 1210. Wie soll ich da bitte schon ein Spiel finden? Jetzt kommt einer aus China, einer aus Nordamerika, einer aus Südamerika, einer aus Deutschland und einer aus, keine Ahnung, aus Asien irgendwo. Kommen jetzt alle in einen Lobby zusammen, damit die Connection noch schlechter wird, da sie sowieso schon immer ist. Okay. Das nervt mich jetzt langsam. Okay, das spielen wenigstens viele. Team Deathmatch spielen immer so viele. Wieso eigentlich? Das frage ich mich, habe ich mich schon immer gefragt. Wieso spielen die meisten Leute immer Team Deathmatch? Team Deathmatch ist wirklich immer das meistgespielte. So verstehe ich gar nicht irgendwie. Ich bin voll langweilig, oder nicht? Ich sage eigentlich nur 6 gegen 6 und es geht nur um Kills. Da kommt irgendwie vielleicht für alle, wird auch oft gespielt. Laber nicht, Alter. Laber nicht, Alter. Okay, wir spielen auf Vertigo. Eine italienische Map, wie der Name schon sagt. Und ich bin gespannt, wie die neue Tarnung aussieht. Vertigo. Ah, nee, Indien, deswegen heißt die so. Ernsthaft, sieht Indien so luxuriös aus? Also nichts dagegen, wenn ihr Inder seid, aber ich meine ja nur. So habe ich Indien nicht in Erinnerung. Wow, what the fuck? Was für eine Tarnung? Was für eine Tarnung ist das, Alter? Geile Scheiße, Alter. Wow, cool. Beendet ihre Leben. Cool, meine Tarnung ist viel besser als deine. Echi, echi, bechi, 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 bechi. Bechi, 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 bechi. Bechi, 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 bechi. Bechi, 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 bechi. Ey, wer snipest du mich, Alter? Gut, flankieren wir sie jetzt. Lass mich flankieren, ich bin besser als du. So. Na, du killst meine Kills. Sie sollte ich nicht angreifen. Hi, was geht? Willst du nicht dein Schild entfernen? So, ne, machen wir erstmal das. Jumpy, jumpy, links, jumpy, rechts. Die kommen jetzt wahrscheinlich alle von rechts. Ich wette mit euch. Von hier kommen die jetzt alle. Verbündete Drohne nähert. Ja, da habe ich doch gesagt, schau mal die Karte an, Alter, wie voll gespammt die damit ist. Oh, what the fuck? Was ist gerade da los? Wahrscheinlich sagt er jetzt sein Teammate von hinten. Er kommt von hinten. Bitte, holt ihn euch. Drohne steht bereit. Bitte recht mein Tod, bitte. Drohne niemals. Du bist gestorben, weil du es verdient hast. Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht machen. Egal. Wow, wie viele da sind, aber. Ey, was ist das für ein Bodyguard, Alter? Was macht der da, Alter? Was für ein Bodyguard, Alter? Von da. Teammates, reagiert mal ein bisschen schneller drauf. Ich muss hier nicht die ganze Arbeit erledigen. Alter Schwede, meine Teammates nehmen zu viele Drogen, ey. Blitzschlag, okay. Nice. Schnell, schnell, schnell. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Komm schon. Ah, Verbindung zu meinem Haus, egal. Doch, das war in der Zeit, wo ich meinen Blitzschlag aktiviert habe. Immer. Immer, wenn ich meinen Blitzschlag aktiviere, kommt eine neue Verbindung zum Haus, Alter. Immer. Wow, 32 zu 7. Wir sind das beste Team ever, Alter. Das beste Team, in dem ich jemals drin war. Holen wir mal die Scheiße raus. Tarnhelikopter unterwegs. Die haben keinen Bock mehr, die Leute zu zocken mit uns, Alter. Weil wir zu gut sind. Ey, was ist das für ein Bodyguard, Alter? Sucht euch meinen anderen. Bezahlt meinen anderen, bitte. Der ist so schlecht. Oh mein Gott, hat der scheiß Reaktionen gehabt.
Hätte ihn gekillt eigentlich, müsste eigentlich. Oh mein Gott, von hinten. Ich gebe den Gegner freiwillige Kills, kein Ding. Bedankt. Wow, ist er gerade gestorben? Nee, ist er nicht. Mann, hat der Reaktion, hast du gesehen? Nice, Alter. Ey, schon wieder der Bodyguard, Alter. Was ist das für ein Penner? What the fuck, dieser scheiß Bodyguard? Wie viel... Drohne nähert sich. Ach, egal. Ernsthaft, kein Kommentar. Nein, ich will... Egal, kein Kommentar, ernsthaft nicht, ey. Vier Tode schon wieder. Vier verdammte Tode. Komm, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Kill ihn doch, wo ist er, wo ist er, wo ist er denn? Die kommen jetzt alle von da, Leute. Wow, mein Helikopter macht Arbeit. Nice. Weißt du was? Ich werde die flankieren jetzt. Höpf. Nice. Geht hoch, geh hoch, geh hoch. Nice, Heli. Mein Heli ist der beste ever, Alter. Ich liebe mein Heli. Heirate mich bitte, Heli. Du bist mein Vorbild. Oh, what the fuck? Danke. Der wollte Selbstmord begehen. Ich habe ihn davon abgebracht, Selbstmord zu begehen. Mann, bin ich ein guter Mensch. Ich bin einfach der beste Mensch ever. Okay, pass auf. Pass auf. Zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Alle gehen jetzt da rein. Nochmal kurz nach hinten schauen. Und ich krieg nur einen. Nice. Okay, der wurde eliminiert von meinem Teammate. Das mein Aim, bestes Aiming ever. Definitiv. Okay, ich gehe jetzt einfach da rein. Nice, Digga. Was machst du da? Keine Ahnung. Ernsthaft nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Gegner in diesem Spiel machen. Das ist so langweilig, wenn wir die so schlecht sind. Hier gibt es ja kaum Sniper, ey. Seht ihr, dann sterbe ich auch gar nicht, ey. Gibt es keine Sniper, sterbe ich nicht. Okay, wir wetten jetzt Horstmigration. Ich wette mit euch. Wollen wir 2 Euro wetten? Nein, tun wir lieber nicht. Nice, Bodyguard. Der beste Bodyguard ever. Da kommt er schon wieder angelaufen. Hier, komm. Oh, warte kurz. Ah, wir haben gewonnen. Langweilig, Alter. 25-4. Easy, locker, flockig aus der Hüfte. Einfach den hier gemacht und gewonnen. Ich muss sagen, das ist extrem einfach gerade. Ich weiß zwar nicht, was für Noobs gerade spielen, aber okay. Bam, bam, bam. Von meinem Team. Schaut euch mal mein Team an. Die waren noch nie so gut, Alter. Alter Schwede, schaut euch mal die Scores an. Von den Gegnern vor allem. 2-14, 3-13, 3-14, 6-11. Wie schlecht, Alter. Oh mein Gott. Spaß. Gut. Ich wäre dafür... Dass wir auf jeden Fall uns auch eine Tarnung jetzt holen. Dafür wäre ich auf jeden Fall, muss ich sagen. Deswegen würde ich auf jeden Fall Zeit, uns wieder eine neue Tarnung zu holen. Ich weiß, ihr denkt euch wahrscheinlich, was hat er mit seiner Tarnung? Wow, geil, die müssen wir uns unbedingt holen. Unbedingt. Graffiti Pack, nice. What the fuck? Nein. Jetzt kann ich meine Tarnung nicht mehr ändern. Na super. Ah, super. Könnt ihr eigentlich den hier machen? Passt auf. Zeige ich euch gleich. Wartet mal. So, wird jetzt runtergeladen. Hole ich mir später. Kann das bitte weg? Danke. Welche Map spielen wir? Okay, wir spielen die Map. Das heißt also, wir werden die SWAT rausholen müssen. Ich brauche Notpunktvisier für die Waffe, bin ich ganz ehrlich, glaube ich. Oh, was geht? Nein! Das ist doch nicht dein Ernst gerade, oder? Beziehungsweise mein Ernst. Was zum Teufel war das gerade? Mann, war das peinlich, ey. Bitte verurteilt mich dafür. Ja, was ich sagen wollte. Alter, nein! What the fuck ist gerade hier los? Mann, was für ein scheiß Anfang, Alter. Jetzt kommt schon wieder ein Bodyguard, Alter. Wie viele Bodyguards gibt's hier denn noch? Ey, Digga, ohne Scheiß. Kannst du bitte aufhören mit dem Bodyguard, Alter? Ich verstehe gar nicht, was der Sinn davon ist. Nice. Oh mein Gott, scheiße. Wir verlieren, ey. Ich ziehe keine Kills ab, weil ich niemanden finde. Oh, guck mal. Die perfekte Position für eine SWAT. Immer schön stehen bleiben. Wir haben schon wieder einen Bodyguard drin. Nice, Alter. Wir haben die Kontrolle über der Herr X? Der Herr X? Was reimt sich auf X? Keine Ahnung. Den Vorteil verloren. Was endet mit X? Graphics. Graphics, genau. Er kommt hier lang. Oder da lang. Oder keine Ahnung. Wo überall sind die, Alter. Und ich weiß, die sind gerade überall. Ich habe keinen Plan, wie ich zuerst angreifen soll. Er kommt gleich runter. Pass auf. Hier, er kommt gleich runter. Wo ist er? Hier ist er. Da ist er. Gut. Jetzt nur noch den. Hi, was geht? Danke. Blitzschlag, vielen Dank. Für die freien Kills, alle. Verbündete so.
Nice, vielen Dank. Kein Helikopter, besonders auf dieser Map ist das ein Biest, Alter. Verbündeter Tarnhelikopter unterwegs. Ah, scheiße, ich brauche unbedingt eine Orbitarsatellite, ey. Damit kann ich richtig abgehen. Feindliche Drohne nähert sich. Die spawnen jetzt alle, die campen jetzt alle drin, ne? Das ist das Gute, wenn, die Gegner campen, dann wisst ihr, wo sie sind. Weil es hier... Ah, scheiße. Ich hasse den Typen mit seiner Sturmflinte. Ich bring hier mein Team jetzt zum Sieg, Alter, mit meinen Helis und sowas. Nice, Digga. Ah, fuck. Ich hasse es so jämmerlich zu sterben, ey. Shit. Egal, mein Team macht einen schlechten Job. Nein, den hätte ich bekommen müssen. Scheiße. Oh mein Gott, mein Aiming ist so schlecht, Alter. Keine Ahnung, was da los ist gerade. Ey, Digga, kannst du mich bitte nochmal töten lassen? Ich brauch dich kurz zum Töten. Ganz kurz. Verbündete Drohne nähert sich. Aua, hör auf damit, ey. Ich wollte mal sehen, was er macht. Ja, er wollte mir seinen Arsch zeigen, deswegen hat er sich von mir umgedreht. Ich will ihn aber gar nicht sehen, seinen scheiß Arsch, Alter. Ey, was geht? Nimm das. Scheiße, falsch geworfen. Oh nein, ah, ich wusste, ich habe ihn auf der Karte gesehen. Gesehen. Der ist da immer noch. Also dieser Typ mit dem Schild, ne? Ich bekomme nicht auf den klar, Alter, ernsthaft nicht. Was? Ich verstehe das nicht. What the fuck? Was zum Teufel, Alter? Alter Schwede, beruhigt euch mal, Alter. Feindliche Drohne nähert sich. So. Da. Okay, pass auf. Michael, bitte. Danke. In den Arsch geschossen. Verbündete Drohne nähert sich. Ich liebe es, die Kills meiner Teammates zu klauen. Der kommt jetzt von hier unten, der kommt von unten. Halt dich fest. Wo ist die Tür überhaupt? Ach, von da ist die Tür, ne? Ich hab mich schon gewundert, wo geht's hier runter? Der kommt jetzt von hier. Pass auf. Drohne steht bereit. Scheiße, ich weiß gar nicht. Okay, der geht jetzt hier rein. Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Wurde er gekillt oder was? Okay, nice. Den haben wir bekommen. Habe ich Glück gehabt, dass meine eigene Esmin nämlich nicht getötet hat. Wir kommen jetzt von hier. Wir kommen jetzt hoch. Oh, meine Tür klingelt scheiße. Das ist meine Mutter wahrscheinlich. Ich bin gleich da. Einen Moment. Warte, ich mache gerade ein Video. Hopp. Gleich. Das ist das Wichtige. Nicht Spaß, Scherz. Aber trotzdem. Moment. Gerade wichtig. Gleich. Ich gewinne nur kurz. Nice. Bin gleich wieder da. Okay, ab jetzt ist es klar. Ich habe definitiv die beste Mutter der Welt, Alter. Pass auf. Lecker Frühlingsrollen. Das ist übrigens das erste, was ich heute esse. Sind sogar eigentlich ziemlich gesund. Also beziehungsweise machen gar nicht so fett. Das ist eine gesunde Frühlingsrolle. Hab heute noch nicht so viel gegessen, leider. Auch ein Stück. Richtig geil, Alter. Lecker. Mir riecht gut. Wir sind in Front. So nice. Team Deathmatch. Würde ich gar nicht, doch. Feuer frei. Oh, hab vergessen, die andere Tarnung zu nehmen. Mist. Egal, wir gewinnen kurz. Waffe leer, Sekunde. Rappel dich wieder auf. Der ist hier oben. Nein, shit. Ich hab so Lust, noch einmal abzubeißen. Das schmeckt so lecker, Alter. Ich hab irgendwie wieder Hunger jetzt, keine Ahnung. Ich wollte sowieso noch einkaufen gehen, um Snickers Eis zu kaufen. Feindliche Drohne nähert sich. Das Witzige ist, viele Leute denken, ich werde dafür bezahlt für Snickers Eis. Ich habe noch nicht mal einen Cent bekommen. Eigentlich hätte ich es verdient, dafür bezahlt zu werden, weil ich glaube, durch mich wird es 2000 Millionen Mal mehr verkauft, Alter, jetzt ohne Scheiß.
Weil es schmeckt wirklich saugut und keine Ahnung. Schon wieder, siehst du? Das wären schon wieder 3000 Euro auf die Hand. Von denen, ernsthaft. Wir haben die Kontrolle verloren. Okay, so. Achtung. Scheiße, wir verlieren gerade. Spiele so schlecht, ey. Boah, ich hab die ganze Zeit Hunger, Alter. Ich will so gerne abbeißen. Wir haben die Führung übernommen. Oh, da ist jemand. Easy. Nein. Oh, what the fuck? Was macht der da? Okay, einmal abbeißen. Nice. Das fällt uns vielleicht gar nicht so auf, ne? Weil für viele ist das was ganz Normales. Und das ist aber, das stimmt. Oh, what the fuck? Das ist ja auch was ganz Normales. Aber vielen ist es gar nicht so wirklich bewusst. Und zwar, Essen ist eine übelste Lebens... Essen ist quasi das Beste, was es gibt. Finde ich. Vor allem qualitativ voll Essen. Finde ich übel... Keine Ahnung, finde ich übel luxuriös, finde ich das. Vor allem, wenn ich mir so Familien schaue, die irgendwie, keine Ahnung, Nudeln warm machen. Also jetzt nichts gegen euch, falls ihr das macht. Oder falls ihr jünger seid und das macht. Aber so, ich will schon, wenn meine Mutter nicht kochen könnte, würde ich ihr das sagen und würde ich selber kochen. Also sie kocht auch schon ziemlich oft für mich, muss ich sagen. Weil ich halt das halt nicht so schaffe, ne? Ich bin halt viel beschäftigter Mann und so, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, das Ding ist halt, wenn sie nicht kochen könnte, würde ich ihr sagen, du kannst nicht kochen. Aber sie kann halt richtig geil kochen. Und wenn sie kochen würde, zum Beispiel so, sie würde kurz Nudeln warm machen und dann würde sie... Ja, wie soll ich sagen? Kurz Ketchup reinmachen. Sowas meine ich, wisst ihr? So diese Hartz-IV-Essen. Ich meine nichts gegen euch, ernsthaft. Wenn ihr jünger seid, ne? Und euch nichts zu essen machen könnt, weil ihr nicht wisst, wie man kocht. Dann ist was ganz Normales, dass man sowas ab und zu mal macht. Keine Ahnung, sowas Billiges halt. Aber so eine Mutter irgendwie, ich finde, die sollte schon kochen können. Sonst ist das für mich, keine Ahnung. Weiß nicht, Alter. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich finde allgemein, Frauen müssen kochen. Finde ich... Nicht, weil ich sage, Frauen müssen alles tun, sondern ich finde, dass Frauen einfach diese heuchlichen Sachen machen müssen können. Also in der Lage sein können, zum Beispiel zu kochen, das Mindeste. Ich meine, das muss auch bestimmt voll das geile Gefühl sein für eine Frau, wenn sie den Mann zufriedenstellen kann, oder nicht? Scheiße. Verdammt. Scheiße, verdammt. Keine Munition mehr, sonst hätte ich den noch bekommen. Aber wir gewinnen wenigstens. Solange wir gewinnen, ist alles bestens. Hier eine S-Mine kurz dahin, man weiß ja nie, wer drüber geht. Oder wie seht ihr das? Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Ich liebe diese Waffe, Alter. Die ist so OP, die ist so stark einfach. Die spawnen jetzt wahrscheinlich dort, die kommen jetzt wahrscheinlich hier durch. Ja, die spawnen da immer noch, nice. Das gibt nochmal ein paar freie Kills, wenn man weiß, wo die sind. Okay, Drohne. Verdammt. Okay, die spawnen jetzt wieder da hinten. Und wir haben gewonnen eigentlich quasi. Ja, wir haben, glaube ich, gewonnen. Ja, gut, wir haben gewonnen. Aufgaben abgeschlossen. Zurück zur Basis. Oder wie seht ihr das? Muss eine Frau für euch kochen können? Für mich persönlich schon. Ja. Dazu sage ich auch gar nicht, dass die irgendwie die beste Köchin sein soll der Welt oder sowas. Damit meine ich einfach nur, dass sie... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen besser kochen sollte, finde ich. Oder ganz normal kochen. Und ich bedanke mich wie immer fürs zu Ende schauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte nicht vergessen zu bewerten und zu kommentieren. Das hilft mir immer sehr viel aus mit dem Daumen nach oben. Und abonniere jetzt meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1. Ciao, ciao. Tankstellen und anscheinend wirklich wissen, wer ich bin. Ich werde es mal austesten. Denn,